So, jetzt kommen meine gelesenen Bücher und gehörten Bücher der Kalenderwoche 22. Anfangen muss ich jetzt da wieder mit Büchern, die ich euch nicht zeigen kann, weil sie nur Downloads sind. Und zwar ist das von Wolfgang Kolbein weiterhin die Nautilus-Reihe, die ich euch auch in den anderen Videos schon vorgestellt habe. Operation Nautilus, die steinerne Pest, ist jetzt, glaube ich, der fünfte. Ich habe es mir jetzt leider nicht mitnotiert, aber ich glaube, der fünfte Teil hat wieder 4 Sterne bekommen, dann kommen die Grauen Wächter, hat auch 4 Sterne bekommen. Dann kam die Stadt der Verlorenen und das hat von mir 5 Sterne bekommen, denn das war wirklich total spannend und ja, und mitreißend. Dann kam die Insel der Vulkane, das hat wieder nur 4 Sterne bekommen, fand ich jetzt wieder nicht mehr ganz so prickelnd. So, und jetzt kommen wir zu dem Buch, was hier liegt, nämlich Warum Katzen besser sind als Männer, hatte ich euch bei den Neuzugängen ja schon vorgestellt, von Olivia Vieweg. Hat mich ein bisschen enttäuscht, hat von mir 3 Sterne bekommen von 5. Es ist lustig für Katzenbesitzer. Also hier zum Beispiel das Bild finde ich eins der witzigsten. Ich finde es aber nicht so witzig, dass hier eine Seite völlig verschwendet wird und nur ein bisschen Text zu stehen. Das Bild spricht natürlich für sich. Sind niedlich gemacht. Hier sieht man es jetzt mal natürlich nicht, aber sind eben niedlich gezeichnet. Aber es ist unheimlich dünn. Ja, ob es jetzt was für Nicht-Katzenbesitzer ist, würde ich mal sagen, nein. Denn der Witz ergibt sich eigentlich erst dadurch, dass man das selber schon so ein bisschen miterlebt hat. Und ja, aber es ist niedlich gezeichnet, niedliche Bilder. Aber es hätte eben mehr sein können für den Preis. Dann kam Onyx von Jennifer L. Armentrout, das ist der zweite Band der Lux-Reihe. Und ja, da geht es ja um Aliens. Möchte jetzt aber hier nicht zu viel verraten, weil es wie gesagt der zweite Teil ist. Der erste Teil heißt Obsidian, kann ich sehr empfehlen. Ein super tolles Jugendbuch, leider nicht ins Deutsch übersetzt. Der zweite Teil werde ich jetzt inhaltlich nicht sagen, um nichts zu verraten, aber er war gut. Nicht ganz so gut wie der erste Teil, aber er war wieder gut. Sehr spannend, sehr emotional. Und eben mal was anderes durch diese Alien-Sache. Gucken, ob es ja 9,99 € kostet es normalerweise, aber ich glaube, bei Amazon gibt es es sogar ein bisschen günstiger. So, dann folgte leider, leider meine Enttäuschung, nämlich Derek Landys Skullduggery Pleasant. Ich habe mir so gewünscht, dass mir diese Bücher gefallen, weil ich sie gerne im Regal stehen haben wollte, denn die sind ja wirklich sowas von schön aufgemacht. Auch innen drinne jetzt hier. Mit diesem Emblem finde ich ganz toll. Ist ja sogar signiert bei mir. Aber ich kam da überhaupt nicht dran an das Buch. Es ist mir einfach zu viel, zu kindlich geschrieben, zu viel Abenteuer. Ja, da gibt es natürlich keine emotionale Tiefe. Wie gesagt, das ist wirklich, ich mag ja Kinderbücher, aber das ist mir einfach zu kindlich geschrieben. Geht ja um diesen Detektiv hier, diesen Skelettdetektiv. Der tut sich zusammen mit einem Mädchen, dessen Onkel gerade gestorben ist, eine 12-Jährige, die aber überhaupt nicht wie eine 12-Jährige reagiert. Ich fand das alles ein bisschen befremdlich da. Sie ist so ziemlich, ja, kann man sagen, aufmüpfig, würde ja für eine 12-Jährige noch passen, aber sie ist einfach so badass-mäßig, sage ich jetzt mal. Und das passt, finde ich, einfach nicht für eine 12-Jährige. Ja, ansonsten. Für Jungs oder für Leute, die gerne Abenteuerromane lesen, ist das bestimmt ein ganz, ganz tolles Buch. Könnt ihr auch gerne meine Rezension dazu angucken auf dem Blog. Da habe ich auch extra nochmal hingeschrieben. Meine Bewertung ist 3 von 5 Sternen, weil ich eben nichts großartig damit anfangen konnte. Und ja, aber ich denke eben, dass die Zielgruppe, habe ich geschrieben, dass es ein 5-Sterne-Buch sein könnte. Denn wie gesagt, das ist eigentlich toll für Kinder. Bloß wie gesagt, ich bin kein Kind und fand es deshalb nicht so toll. Was ich dagegen richtig toll fand und eins der Highlights überhaupt für mich jetzt auch in diesem Jahr ist, ist Kiss of Heat. Das ist der vierte Band der Breeds-Reihe, auch wenn jetzt hier unten der dritte Teil steht. Das ist nur, weil jetzt von den Feline Breeds der dritte Teil ist. Die Breeds-Reihe teilt sich ja immer noch in diese verschiedenen Tierarten auf. Also Feline Breeds, Coyote Breeds, Wolf Breeds und so weiter. Und ja, hier geht es diesmal um Chera und Kane. Chera ist ja ein Schneeleopard-Breed. Und die kennen wir auch schon aus den ersten Teilen. Man sollte auf jeden Fall diese Reihe in der richtigen Reihenfolge lesen.
Sonst weiß man gar nicht die Vorgeschichte der beiden. Es wird zwar hier schon ein bisschen noch drin erklärt, aber die ist so wichtig, diese Vorgeschichte, dass man die meines Erachtens nach von der ersten Seite an kennen sollte. Kane befindet sich ja auch auf diesem Grundstück, wo jetzt die Breeds leben und ist dort der Chef der Sicherheit. Und Chera ist im Prinzip ihm unterstellt. Und durch diese schwierige Vergangenheit, die die beiden haben, die ich euch jetzt hier nicht verraten möchte, die solltet ihr bitte selber lesen, ist es sehr schwierig für Chera. Auch Kane ist mir auch am Anfang sehr unsympathisch gewesen, weil er sie immer wieder reizte und ja, ihr schon fast ein bisschen dumm kam, obwohl er ja eigentlich wusste, was mit ihr passiert ist, was sie durchgelebt hat. Also sie hat ganz schlimme Sachen durchgelebt. Also die kann einem wirklich nur leid tun, tut einem auch am Anfang des Buches total leid, weil er dann so unsensibel ist, hat man das Gefühl. Es wird nachher erklärt, warum er so reagiert hat, wieso er das macht. Ist nachher verständlich, sie sind wirklich beide unheimlich sympathisch, sie sind ein tolles Pärchen nachher. Und aber dieses Auf und Ab durch diese schwierige Situation, die macht einfach dieses Buch aus. Bei der Breeds-Reihe ist es ja immer unterschiedlich. Mal hat man ein Buch, wo sehr viel Suspense drin ist, also sehr viel Spannung drin ist oder Action drin ist. Und dann gibt es eben die Bücher, wo sie eben sich hauptsächlich auf die Liebesbeziehung konzentriert wird. Und das ist hier wieder so ein Buch, wo sich auf die Liebesbeziehung konzentriert wird. Die Geschichte um diese Breeds, diese Labore, wo die gezüchtet worden, sage ich jetzt mal, und wo sie eben ausgebrochen sind und so weiter. Also ich möchte eigentlich euch nicht viel verraten. Lest am besten die Rezension zum ersten Band, der heißt Kalans Schicksal, auf meinem Blog. Dann wisst ihr, was euch da so erwartet. Und das Buch ist einfach der absolute Hammer hier. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, hat 10 Euro bei Amazon gekostet. Gibt es eben leider, ach, das habe ich noch nicht gesagt, leider ist es nicht übersetzt worden. Es steht in den Sternen, ob es übersetzt wird. Der Lux Verlag, der ja die ersten drei Bände rausgegeben hat, fängt jetzt erstmal an, weiter den fünften und sechsten Band zu übersetzen. Oder besser gesagt, der ist schon übersetzt, er wird jetzt rauskommen. Im Herbst oder Spätsommer, ich weiß jetzt nicht genau. Und ja, diese Bände sind von irgendeinem anderen Verlag, da haben sie wohl keine Rechte und wird leider jetzt noch nicht übersetzt. Das muss man dann auf Englisch lesen. Aber ich kann es euch echt empfehlen. Ja, das waren, also 5 von, also 5 plus Sterne von 5, absolutes Highlight und das war meine Woche 22.